Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julie und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch für Halloween in eine Vogelscheuche verwandeln könnt. Das ist auch wieder für diejenigen gut geeignet, die sich nicht allzu sehr verkleiden wollen, aber dann noch so ein bisschen herbstlich und Halloween-mäßig aussehen wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Als erstes setze ich mir Mini-Sclera-Kontaktlinsen ein, um die Vogelscheuche insgesamt später ein bisschen niedlicher wirken zu lassen. Den Liquid Camouflage von Catrice benutze ich als Primer auf meinem Augenlid und arbeite ihn dort mit einem Schwamm ein. Mit dem losen Nude Illusion Puder sette ich mein Augenlid. Und dann kann es auch schon mit dem Augen-Make-up losgehen. Ich beginne mit einem neutralen Braunton und definiere damit erstmal meine Lidfalte. Das ziehe ich auch relativ weit bis zur Augenbraue hoch und gebe das auch nochmal ein bisschen über mein Augenlid drüber. Das soll wirklich nur unglaublich grob sein und erstmal so eine grobe, bräunliche Farbe geben. Das Braun kommt dann auch an den unteren Wimpernkranz, um das Ganze etwas einheitlicher zu machen. Mit einem noch dunkleren Braunton gehe ich dann in die Lidfalte, um dem Augen-Make-up ein bisschen Dimension zurückzugeben. Dann ziehe ich mir noch einen Eyeliner-Strich mit dem Epic Ink Liner. Tusche mir meine Wimpern mit der Worthy Hype Mascara. Und klebe mir die Wicked Lashes im Stil Scandal auf und das Augen-Make-up ist damit schon fertig. Ich wärme mein Gesicht mit einem Bronzer deutlich stärker auf, als ich das normalerweise tun würde. Dafür nehme ich den von Love und Hatice Schmidt. Der viel zu starke Bronzer soll so ein bisschen diesen Touch von den Leinen geben, aus denen die Vogelscheuchen normalerweise gemacht sind. Und um die Vogelscheuche nochmal niedlicher wirken zu lassen, verwende ich den HD Blush von NYX in der Farbe Hamptons. Den konzentriere ich vorne auf den Wangen, auf den Apfelbäckchen, um dem Gesicht eben so eine niedliche Form zu geben. Für die Lippen verwende ich den Powder Puff Lippy in der Farbe Teacher's Pet, auch wieder um der Vogelscheuche insgesamt so einen peachy, bräunlichen, warmen Look zu geben. Mit der Push-Up Body Painting Farbe im Farbton Cedar spritze ich mir Sommersprossen über das gesamte Gesicht. Dafür verwende ich die Farbe mit sehr viel Wasser. Aus der Marron Paradise Palette verwende ich jetzt den Orangeton unten rechts, um mir einen Flicken auf die Nase zu malen. Der erinnert so ein bisschen an eine Karottenform, ehrlich gesagt, aber hat damit eigentlich nichts zu tun. Also es soll wirklich nur so ein nasenförmiger Flicken werden. Die Marron Paradise Paint in Schwarz verwende ich jetzt für das Lächeln der Vogelscheuche. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Skelettgesicht. Und zwar wird zuerst das Lächeln von den Mundwinkeln nach außen gezogen und dann die einzelnen Zähne darauf gezeichnet. Den Flicken auf der Nase umrande ich ebenfalls mit dieser Farbe. Und damit der auch wirklich aussieht wie ein Flicken und nicht nur wie ein orangener Punkt mit schwarzer Umrandung, wird natürlich noch die Naht aufgezeichnet. Wieder mit der Push-Up Bodypainting Farbe setze ich jetzt auch auf diesen Flicken ein paar Punkte und intensiviere nochmal so ein paar der Sommersprossen, da man sie von Weitem meiner Meinung nach zu wenig gesehen hat. Das darf hier auch gerne so ein bisschen übertrieben und comic-mäßig aussehen. Und mit einem Karohemd und einem Strohhut ist eure comic-mäßig aussehende, sehr einfache Vogelscheuche dann auch fertig. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts verlinke ich euch meinen Kanal, damit ihr keine weiteren meiner Halloween-Videos verpasst. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts eins meiner Videos, das ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!